Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrelda.de. Im heutigen Physikvideo möchte ich euch zeigen, was eine Parallele, eine Reihenschaltung von Widerständen ist, wie man den Gesamtwiderstand ermittelt und was man damit sonst noch so berechnen kann. Schauen wir uns zuerst mal den einfachen Fall an. Der einfache Fall ist die Reihenschaltung. Was heißt Reihenschaltung? Wir schalten die Widerstände in der Reihe, das heißt, ich habe eine Reihe von Widerständen. Sie sind also einfach nacheinander geschalten. Ich habe hier einfach mal einen Stromkreis jetzt geschlossen. Das heißt, hier der Lenkerstrich ist ein Plus und der Klärungsfall ist Minus, der Minuspol. Jetzt haben wir hier zwei Widerstände, R1 und R2. Jetzt ist natürlich für uns interessant zu wissen, wie kann ich jetzt einen Ersatzwiderstand berechnen, den ich anstelle von diesen zwei einbauen könnte. Ihr könnt euch das vorstellen, in elektrischen Geräten ist es einfacher, einen Widerstand einzulöten als zwei nacheinander. Also möchte man eigentlich immer hier den roten Widerstand drin haben. Ich nenne ihn einfach nur R. Manche sagen auch RG oder RGES für R gesamt. Jetzt sollen wir wissen, wie wir den berechnen können. Die Formel ist ja einfach ganz einfach. Wenn ich einen Widerstand in der Reihe habe, dann muss ich einfach nur die Widerstände aufsortieren. Also in unserem Fall wäre das R1 plus R2. Falls ich mehrere Widerstände habe, also nicht nur zwei, dann muss ich ja für die weiteren auch noch dazu addieren. Manch einer kennt es vielleicht, wenn ich zwei Stromquellen in der Reihe schalte, addieren sich die Spannungen auch auf. Da muss man jedoch die Richtung beachten. Also wenn ich jetzt eine weitere reinmachen würde mit Minus und Plus, dann könnte es sich auch gegenseitig aufheben. Wir sehen also R1 plus R2 gibt den Gesamtwiderstand. Machen wir ein Beispiel. R1 sei 100 Ohm. R2 sei 200 Ohm. Und wir haben hier unten einfach so eine Batterie angeschlossen, sagen wir mal mit einer Spannung von 6 Volt. Das heißt, was wir berechnen können, wären zum einen die Stromstärke, der Strom, der durch diesen Stromkreis fließt. Nun, dazu wissen wir, dass U gleich R mal I ist. Wir kennen aber I noch nicht, die Stromstärke. Also müssen wir auch R kennen wir im Prinzip noch nicht. Wir müssen also erstmal den Gesamtwiderstand bilden. Wir wissen aber, R ist gleich R1 plus R2. Also wissen wir, R ist gleich 100 Ohm. Plus 200 Ohm, also eben 300 Ohm. Nun wissen wir, U ist gleich R mal I. URI. Wir müssen nach I umstellen. Also I ist gleich U durch R. Also setzen wir das einfach mal ein. U sind 6 Volt. Und R sind eben unsere 300 Ohm. Wir betrachten also jetzt den Gesamtstromkreis. Die Stromstärke ist in einem Stromkreis, der unverzweigt ist, immer überall identisch. Das heißt, die Stromstärke, die ich hier jetzt ausrechne, das I, das gilt auch für R1 und für R2. Diese Stromstärke liegt auch dort an. So, 6 durch 300 kann man jetzt im Taschenrechner ausrechnen oder man könnte hier anfangen zu kürzen. Wir können hier durch 3 und hier durch 3, dann haben wir hier noch 2 und hier 100. 100, also 2 Hundertstel sind 2 Hundertstel. Die Einheit Volt durch Ohm gibt Ampere, also haben wir 0,02 Ampere. Wir wissen jetzt, diese Stromstärke gilt im gesamten Stromkreis. Das heißt, wir können jetzt die Spannungen, die an den einzelnen Widerständen anliegen, auch noch berechnen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier ein Spannungsmessgerät einzeichne und hier möchte ich U1 ablesen, das heißt, ich schalte das parallel zum Widerstand, dann möchte ich wissen, was ich da messen kann. Das heißt, wir wissen auch wiederum, U1 ist einfach R1 mal I, weil I im gesamten Stromkreis hier gleich ist. Somit kann ich jetzt einfach ausrechnen, R1 mal 100 Ohm. I ist 0,02 Ampere, kommen wir also auf 2 Volt. Und für U2, nun auch wieder R2 mal I, also 200 Ohm mal 0,02 Ampere gibt 4 Volt. So, jetzt seht ihr,
Wenn ich die beiden Dinge addiere, 2 plus 4, komme ich auf 6 Volt. Das heißt, die gesamte Spannung ist 6 Volt, das wissen wir ja schon. Das ist das, was die Batterie uns liefert. Also stimmen unsere Berechnungen. Das Ganze geht natürlich noch viel komplizierter. Und der erste Schritt dahin ist die Parallelschaltung. Parallelschaltung heißt, unsere Widerstände R1 und R2 sind nun nicht in Reihe geschalten, sondern sie stehen parallel. Es sieht also so aus. Plus und Minuspol. Und auch hier möchten wir jetzt wieder eine Formel haben, um einfach zu sagen, naja, bauen wir doch einfach einen Widerstand ein, bevor wir so einen komischen parallel geschalteten Widerstand hier uns zusammenlöten. Hier ist die Formel ein bisschen schwieriger, und zwar lautet sie einfach 1 durch R ist gleich 1 durch R1 plus 1 durch R2 und so weiter, falls ich mehr parallel geschaltet habe. Ihr müsst aufpassen, dass jeder Parallelast hier auch wirklich nur einen Widerstand hat. Falls hier mal zwei in Reihe geschaltet sind, müsst ihr zuerst den Ersatzwiderstand hier ausrechnen. Wenn so eine Reihenschaltung hier oben wäre, also R1 plus R3, erstmal das in Reihe alles ausrechnen und dann am Schluss die Parallelschaltung durchziehen. So, wir wissen also das hier. Nehmen wir die Formel, wenden sie einmal an. Wir nehmen das Beispiel von drüben, R1, R2 und U bleiben gleich. Wir wollen also den Gesamtwiderstand berechnen, also 1 durch R ist gleich 1 durch 100 Ohm plus 1 durch 200 Ohm. Ich muss beides auf den gleichen Nenner bringen, also sind es auch 2 durch 200 Ohm plus 1 durch 200 Ohm. 2 plus 1. Nun, natürlich 3, 2 Hundertstel durch Ohm. So, wir wollen aber R wissen und nicht 1 durch R. Das heißt, wir müssen hier den Kehrbruch bilden. Somit ist R einfach 200 durch 3, also 200 Drittel Ohm. Kehrbruch heißt einfach Zähler und Nenner vertauschen auf beiden Seiten. Wenn man das jetzt ausrechnen möchte, dann gibt es etwa 66,6 Periode, also 66,7 Ohm. Das wäre unser Ersatzwiderstand, den wir oben einlöten können, anstelle von diesem 100 Ohm und 200 Ohm Widerstand, den wir hier parallel geschaltet haben. Nun, in so einem parallel geschalteten Stromkreis, da bleibt die Spannung überall gleich. Also an dem, an R1 und an R2 liegen die gleiche Spannung an. Und da sonst nichts anderes im Stromkreis ist, liegt die gleiche Spannung an, wie auch hier an der Quelle. Das heißt, es sind unsere 6 Volt. Was sich also unterscheidet, wird die Stromstärke sein. Und die wollen wir jetzt einfach Stück für Stück berechnen. Fangen wir mit der Gesamtstromstärke an. I haben wir drüben schon umgestellt. I ist U durch R. Also U ändert sich bei uns gar nicht. R jetzt den Gesamtwiderstand, weil wir ja I gesamt berechnen möchten. Das sind also 6 Volt durch 200 Drittel Ohm. Da empfiehlt sich natürlich Bruchrechnen zu können oder man gibt es in den Taschenrechner ein. Aber das ist recht harmlos. Ihr könnt hier und hier mal kürzen. Mit der 2 ziehe ich noch 3 Volt durch 100. Und jetzt, wenn ich durch den Bruch teile, den Kerb multipliziere, das heißt, diese 3 kommt eigentlich nach oben, dann steht also nichts anderes als 3 Volt mal die 3 durch 100 sind es noch, durch 100 Ohm. Und schon ist es ein Kinderspiel, weil 3 mal 3 gibt 9 durch 100. Volt durch Ohm sind Ampere, also haben wir 0,09 Ampere. Unsere Stromstärke in diesem Stromkreis. Jetzt haben wir aber gesagt, an jedem der beiden Widerstände fließt eine andere Stromstärke durch. Das wollen wir auch berechnen. I1. Dann ist es eben U durch R1. Das wäre also 6 Volt. Und R1 haben wir ja festgelegt als 100 Ohm. Das ist jetzt sehr einfach zu rechnen. 6 durch 100 sind also 0,06 Ampere. I2
U durch R2, 6 Volt durch 200 Ohm, da sieht man genau die Hälfte von oben, 0,03 Ampere. Und auch hier seht ihr wieder, wir können beide in dem Fall zusammen addieren und kommen auf 0,09 Ampere Gesamtstromstärke. Das heißt, es hat sich hier verzweigt und genau diese 0,9 in 0,06 und 0,03 Ampere aufgespaltet. Alles recht einfache Beispiele hier. Schaut euch mal ein bisschen komplizierter an, wobei das kombiniert wird. Da müsst ihr ein bisschen mehr rumrechnen und schaut ruhig mal wieder auf www.myrella.de vorbei. Wir freuen uns sehr. Dankeschön.